hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Part, ist das 13? Genau, ich hatte ja gestern schon gesagt, dass es 13 ist und ich habe es schon wieder vergessen, obwohl es gerade mal 10 Sekunden her ist. Meine Güte. Kurioses Ende, muss ich sagen. Wir wären ja fast noch mal draufgegangen durch meine unglaubliche Intelligenz. Ich war zu euphorisiert, muss ich sagen. Und hatte... Ah, hier sind wahrscheinlich wieder die Hunde. Hatte dann irgendwie auf die X-Taste rumgedrückt und dann, wäre es fast zu einem Unglück gekommen. LOL, wollen die mich verarschen? Ich gehe jetzt erstmal hier gucken, was hier abgeht. Ob man hier wieder irgendwie rollen kann. Nee, kann man nicht. Ja, auf jeden Fall war es ziemlich knapp, muss ich sagen. Aber wir sind fast zu Hause, das stand ja schon im letzten Part. Stand nicht im letzten Part. Wurde uns im letzten Part so halb angekündigt. So. Es ist natürlich die Frage, wie wir hier weiterkommen, ne? Also, ich könnte versuchen, indem ich was werfe, diesen einen Hund erstmal da wegzubomben. Dann hätte ich hier schon mal Ruhe. Jo, der ist down. So, jetzt lasse ich die Kollegen da auch nochmal schlafen. Gott sei Dank können die hier nicht runterspringen, habe ich den Eindruck. Also hier stand hier, ich sag nochmal, fast zu Hause. Komm, mach mal hinne. Da, bumm. Dann habt ihr euch jetzt auch mal für die Leute, die heute nur zugeguckt haben, also heute vielleicht das allererste Mal eingeschaltet haben und den letzten Part gar nicht gesehen haben, dann auch zumindest das Wissen, woher ich das erzähle. So, hier machen wir jetzt einfach mal einen hohen Bogen. Ich würde sagen, so reicht noch nicht. Nee. Dann machen wir das mal so. So, das reicht aus, um die Kleffer da mal ruhig zu stellen. Und dann laufen wir hier mal ganz in Ruhe. Oh oh. Ich gehe noch mal einen Schritt runter, ja? Ganz kurz. Sprung ins Ungewisse. LOL. Okay, pass mal auf. Bevor wir jetzt da reingehen, werde ich eben noch mal kurz speichern. Oh, ich weiß halt nur null, wie weit man jetzt hier ist. Und wie viel man überhaupt retten kann. Das ist die Sache. So. Was mache ich denn jetzt? Ich könnte natürlich kurz mal nachschauen, wie viel man überhaupt retten muss. Also jetzt irgendwie eine gesamte Zahl. Aber da traue ich mich nicht. So wirklich. Hm. So, was ich aber erstmal jetzt sowieso nochmal machen muss, ist irgendwie gucken. Wie wir zum Anfang kommen am besten mal. Mal gucken. Genau, dann können wir nämlich am besten erstmal schauen, ob wir noch irgendwas finden. Und dann können wir immer noch gucken, ob wir vielleicht was vergessen haben. Und dann gucken wir mal weiter. So, erstmal zum Anfang zurück. Ich meine, wir hätten fast alles gemacht. Hm, warte, Moment mal. So, ich bin wieder da. Ich bin mal ganz kurz vom Anfang bis zum Ende gelaufen. Aber im Grunde genommen ist dabei echt nichts drumrum gekommen. Wir haben alles. In Chapter 2 oder Kapitel 2, in dem wir uns befinden, haben wir echt wirklich alles getan. Wir sind recht gut durchgekommen, aber ich finde auch, hier waren dieses Mal die Geheimgänge lang nicht so versteckt wie noch zuvor in den anderen Parts. Von daher können wir uns gut eigentlich auf die Schulter klopfen. Wir haben das echt gut gelöst. Ne. Alter. Bis auf diesen einen, Alter, jetzt langsam reicht's mir. Bis auf diesen einen einzelnen Geheimgang, den ich übersehen hatte, ist ja eigentlich alles da gewesen. Und den habe ich ja dann irgendwie beim Schauen nochmal gedacht. Da könnte es vielleicht sein. Vielleicht sollte ich nicht immer zu viel spielen, aber zumindest sagen, wenn ich, kurz vorm Ende bin, also jetzt hier nochmal alle Sachen angucken, also alle Sachen, die ich aufgenommen habe und nochmal in Ruhe schauen, ist da vielleicht noch das gewesen oder da noch was gewesen oder da noch was gewesen. Das Problem ist, war jetzt hier, dass wir hier keine Anzeige hatten, wie viele Modokons zu retten sind. Ne? Das war beim letzten Mal, war es ja irgendwie klar, 50 Stück. Hier dieses Mal nicht. So,
Wir wagen jetzt den Sprung ins Ungewisse. Seid bereit? Ich bin es. Und let's go. I had just got past those slugs when the strangest thing I saw. A big moon was before me, and its face? Was my paw. Then I fell. Down a cliff. And smashed my head. When some big face appeared and said I was dead. Said our land was changing, was imbalanced at best. He told me my fate was to rescue the rest. For paramites and scrabs had been sacred once. That was before Rupture Farms turned them into lunch. And they live in the temples, and that's where they still nest. And facing these creatures, that was my test. Ja, lol, würde ich mal sagen. Das ist ja auch mal eine interessante Ansicht, so Art 3D-mäßig, ist ja cool. Ja, willkommen in Chapter 3, Kapitel 3, also, mal gucken, was hier läuft. Oh, was ist das denn? Ach, ich dachte, das wäre eine Map. Große Gefahren erwarten jene, die es wagen, den Hudokonsorgen liegen schwer auf dem Magen. Die Brutstätte der Kreaturen zu ertragen, ist Aufgabe jener, die nicht versagen. Nehmt euch in Acht, denn die Alten sagen, nur einer hat's die Kraft zu ertragen. Ja, ich denke mal, das ist Abe, ne? Der es schafft. Er hat die Kraft, diese Qualen zu ertragen. Ach, schon. Ach, ich erinnere mich noch, also ich war hier schon mal. In der PS1-Version. Und da sah das alles noch ein bisschen unschicker aus, muss ich sagen. Oh, das war ganz schön knapp. Der Weise wird kopieren. Um weiter zu flanieren. Huh? Lol? Der Weise wird kopieren, um weiter zu flanieren. Das sind ja hier die. Ach so, ich werde wahrscheinlich jetzt hier ihm nachmachen müssen. Hey there. Nope, try again. Ja, ist schon klar. Wie mache ich das denn? Hey, Chum. That's not it. Oh, nope. No can do. Hello. Nope. Nope. Wie geil, er lacht auch. Ja, das habe ich doch gerade schon gemacht. Thank you. Okay, lass dich mal ganz kurz neu hinsetzen und neu positionieren. Ich habe mich nämlich gerade ein wenig bewegt und muss mich jetzt dementsprechend nochmal so hinsetzen, wie es noch gerade der Fall war. So. Hier werde ich mal ohne zu überlegen schon direkt anfangen, diese Slogs, heißen sie wirklich, Slog, zu vernichten. Bounce! So, ist das hier endlich mal eine Map? Ah, es sieht fast so aus. Chante, bis der Slick... Alter, dir gehört. Halt Tab gedrückt, um zu schauen. Slick, wie vielleicht heißen die Teile im Singular Slick und im Plural Slog. Also es ist doch gar nicht so falsch gewesen. Ja, doch, ich denke schon, weil er hat, Abe hatte ja auch gesagt, den Slog zu entkommen. Das heißt, das ist wahrscheinlich der Plural. Also war es doch nicht falsch, dass ich am Anfang immer Slick gesagt habe. Ist ja ein Traum! Dann habe ich ja nichts falsch gemacht und habe euch nicht in irgendwelchen, mit irgendwelchen Unwahrheiten versorgt. Ich denke mal, wenn ich hier reingehe, komme ich nicht an der gleichen Stelle raus gegenüber. Wahrscheinlich erst deutlich später.
Warte. Während des Laufens B gedrückt halten, um zu rollen. Ja, ist klar, safe. Drücke X, wenn du von dem Brunnen, vor dem Brunnen stehst, dann komme ich hoffentlich dieses Mal auf der anderen Seite raus. Ja, wunderbar. Hier ist alles cool. Ja, hier wird, ist so eine Art Tutorial, denke ich nochmal, um sich hier in dieser Höhle zurechtzufinden. Es ist ja generell so, dass Abe ja hier jetzt rein muss, um sich den Scrubs und den, wie hießen die anderen Teile nochmal, die jetzt in der Rapture Farm verarbeitet werden, zumindest bis vor kurzem, bevor sich die Rapture Farm Bosse da entschieden haben, die Monocons zu verwenden. Ich denke, diese beiden Wesen sollen wir kennenlernen und deren Geister ebenfalls, um halt, weiß ich nicht, glaube ich, mehr zu erfahren. So. Okay, hier ist schon wieder ein Text. Nur ein paar Paramites und Scrubs hausen in diesem Land. Achso, Paramites hießen die. Denn Millionen verloren ihr Leben durch unsere Hand. Geheilt sind sie für uns, die wir wissen. Doch das Spiel geht weiter, hart und gerissen. Skycool, heißt er, glaube ich, wird steigen aus dem Jammer ihrer Seelen, dem Sieger zu helfen, ohne zu quälen. Läuft. Hier sind immer solche kleinen Texte versteckt. In Reimform. Aber lol. Was hat das gebracht? Also hier können wir auf jeden Fall hoch. Das ist schon mal klar. Aber ich gucke nochmal ganz kurz, ob es irgendwas gebracht hat. Ich meine... nichts. Dieses geile Rumge-Ju-Ju-Ju. Ich weiß ja nicht, eigentlich heißt es ja Chanten, also dieses Zaubern. Aber die meditieren wahrscheinlich eher, weil die eine sehr spirituelle Form der Modokons sind. Man sieht ja schon von der Kleidung, die ist hier ein wenig spiritueller erscheinen. So. Was soll das? Ich will hier nach oben. Unten geht nicht? Achso, alles klar. Darum hat er sich auch gerade gelöst. Okay, dann gehen wir mal kurz ein paar Schritte nach oben. So. Ich gehe kurz mal speichern und dann stürze ich mich hier runter. Okay, alles klar. Das hat also nichts gebracht. Jetzt verstehe ich auch, warum und weshalb wir hier diesen Schalter haben. Wahrscheinlich aus dem ganz einfachen Grund, dass der Aufzug dann wieder runterkommt. So, ich habe mich jetzt gerade auch extra umgebracht. Das war nicht irgendwie aus Dummheit oder so. Nein. Ich wollte eigentlich nur schauen, ob es da unten vielleicht einen Geheimgang gibt. So früh schon im Spiel? Aua, kann ja sein. Alter, ich will doch nicht draufdrücken, verdammt Dax. Warum denke ich die ganze Zeit, X wäre springen? Weil das X rein theoretisch auf der falschen Position ist. Ich weiß, dass X der Knopf ist zum Springen. Und drücke deshalb X, aber X denke ich immer, ist auf A. Weißt du? Also hier PS4 bzw. PS3, Sony, Xbox, Verwirrung. Meine Güte. Wahrscheinlich ist das so verwirrend, dass ihr es noch nicht mehr verstanden habt. Ist ja auch egal. Ist ja auch nicht wichtig. Vergesst das lieber. Das ist zu crazy. So, dem muss ich wahrscheinlich wieder im Geheimgang sagen. Mach ich. So, A ist nämlich springen. Und A bedeutet nicht X. Auch wenn es an der Position ist von der Sony vom Sony-Controller. Okay, jetzt ist dieser Luftschacht da aktiv. Aber ich werde hier erstmal nochmal kurz das Gedicht oder was auch immer das ist mir anschauen. Lol, was für ein Gedicht. Hebel funktionieren. Ja, läuft. Hier können wir nicht. Hier können wir auch nirgendwo hin. Auch wenn wir springen. Ja, okay, dann let's go in den komischen Luftschacht hier. Ja, der muss auch immer dabei sein. Ja, ich wusste es doch. Ich habe nur die falsche Taste gedrückt. Sorry. Jo. Lol. Okay, wir gehen jetzt hier auch mal rein. Ich denke mal, wir haben jetzt noch nicht großartig was verpasst. Wahrscheinlich ist das alles
im Moment noch so eine Art Tutorial gewesen. Und wir kommen immer näher in zu diesem ganz großen Kugeldingens, um da irgendwie spirituelle Erleuchtung zu erlangen. Blaue Hände bedeuten die Wände und entfesseln die Macht, die den falschen Ländern den Graus macht. Gar ausmacht wohl. Glukorn-Minister brennen vor Wut, wenn der Skyrkull erwacht und die Fleischfarm ruht. Yo, okay. Was dieser Skyrkull ist, weiß ich noch nicht. So, hier können wir auch noch nicht weiter. Wir müssen hier wieder reinspringen. Die Eingeborenen fürchten das Gesicht, doch Abe ist bereit. Ich weiß es leider nicht. So, jetzt habe ich selbst mal ein bisschen gereimt, aber ich lese manchmal dann doch zu spät erst und dann ist es fast nicht mehr packbar. Shaunton. Lol. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Um das Vogelportal zu verwenden, erst Shaunton, dann hindurchspringen. Ich dachte erst die Vögel verscheuchen und dann durchspringen. Lol. So, ich sehe aber auch gerade schon die Zeit, die rennt schon wieder. Ich denke, ich muss sagen, das war's. Wobei, nee, es passt schon. Ich habe gerade 3 Parts gemacht, bin jetzt bei Minute 50, habe ein bisschen getrödelt zwischendurch. Das muss ungefähr passen. Wenn es zu wenig ist, dann entschuldigt mich. Dann werde ich jetzt in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen mehr machen. Aber ich muss leider beenden. Tut mir leid. Wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben jetzt ja Kapitel 3 erreicht, also seid gespannt auf Part 14. Da wird nämlich einiges geschehen, glaube ich. Bis dann, würde ich sagen. Ciao.